Abitur 2021. Schule zu Ende. Was bleibt? Ja, was bleibt denn? Geschichte. Ist nicht alles Geschichte? Ich meine, was ist das wichtigste Fach gewesen, das ihr alle in der Schule genossen habt, ja? Ihr habt, wenn ihr nicht wisst, wo ihr herkommt, dann wisst ihr auch nicht, wer ihr seid, wo ihr hin wollt. Also, Geschichte. Und wie interessant das war. Oh, die ganzen Jahreszahlen, wenn ich schon allein daran denke. Ach, was für tolle Ereignisse wir besprochen haben. 1815 den Wiener Kongress, 1817 das Wartburgfest, 1832 das Hambacher Fest, die Einigungskriege. Oh, ich weiß noch, wie alle geglüht haben für die Einigungskriege. 1864, 1866 und dann der Deutsch-Französische Krieg, die Reichsgründung 1871, Bismarck, ne? Sozialistengesetze, Kulturkampf, wie das alles so ineinander wirkt. Also es endlose Faszination und wie wir da an den Brüsten der Geschichte gesogen haben. Es war fantastisch. Ach, also Geschichte, liebe Abiturienten, Abiturientinnen, das bleibt, weil wichtigstes Fach, ihr werdet wissen. Ganz ist ehrlich, das, Geschichte, das ist doch alles alter Kram. Nun bitte, ich bin jetzt was? Hier mal dran. Ach. Die Geografie, ein allumfassendes Fach. Okay, Physik ist auch wichtig, wenn man es als Profil hat, aber die Geschichte ist ja ganz völlig daneben. Die Geografie, die Nachhaltigkeit, das wird euch euer Leben lang begleiten. Es wird immer um das Soziale gehen, es wird immer um die Ökonomie gehen und es geht immer um die Ökologie. So ein wichtig systemisches Fach werdet ihr bisher nicht mehr, also das werdet ihr überhaupt nicht mehr missen wollen, das werdet ihr quasi zu Hause immer weitermachen. Die Nachhaltigkeit, die Geografie, was ist wo und warum ist es da? Das ist doch die große Frage. Das ist doch letztendlich das Einzige, was für euch auch in Zukunft zählen wird. Was ist wo und warum ist es da? Also, Geografie ist letztendlich das Wichtigste mit einem Hauch von Physik. Da kann man sich schon mal ordentlich eine Scheibe von abschneiden. Alle anderen Fächer, okay, Englisch ist noch... Danke, Schombel, es reicht. Was Englisch ist auch noch wichtig. Englisch ist auch wichtig. Dieses merkwürdige Fach Geografie. Das Leben selber, die Biologie, tritt endlich in den Mittelpunkt. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich bin es höchst selbst. Natürlich nicht das Leben, aber der Bioprofillehrer. Und welches Profil kann sagen, wir dürfen die ganze Zeit über Sex reden. Natürlich nur die Biologen. Eure Zukunft nach dem Abi, Kinder kriegen, Kinder zeugen. Dann Biologie. Vielleicht noch mal kurz der Hinweis. Was ist die häufigst gestellte Frage im Biologieprofil? Was ist ein, na, Biologen, na? Die Auflösung kommt gleich. Und dann haben wir noch das Leben selber, eine Versuchsdurchführung. In Biologie hat man gelernt, wie Versuche durchgeführt werden. Und Herr Rabe, der dritte, fünfte, wie oft wurde Material nachgeliefert? Oh Gott, die Sportler warten schon. Aber nein, nichts besser als das. Was ist auf meinem Kopf? Ein Modell. Das Modell ist... Die wollen das doch gar nicht mehr hören. Also, das ist doch total wichtig. Entschuldigung, wer sind Sie eigentlich? Jetzt mal ehrlich. Jetzt haben wir viel Quatsch gehört über Geschichte. Okay, Geografie. Wo wollen wir hin? Wo kommen wir her? Verstehe ich alles. Ein bisschen Biologie auch, aber worauf kommt es denn eigentlich an? Mal im Ernst. Auf die Gesundheit. Haben wir das nicht alle gerade bemerkt? Ja. Und wer bleibt wohl am gesundesten? Am fittesten? Und auch am schönsten natürlich. Na, das sind die Sportler. Also nicht so weit ausufern. Es geht hier um viel, viel mehr. Die Wissenschaft am eigenen Körper. Und ihr wisst ja, wir haben Wissen geschafft. Also, bleibt sportlich, Leute.
Und vergesst den ganzen anderen. Aber Sport hat ja auch eine Geschichte, ja? Das kann doch nicht sein. Belegauflagen. Also, Geschichte. Naja. Leistungskurse mehr. Wir wollen Geografie. Erhöhtes Niveau. 1820, 1821, 22. Hier und jetzt. Wer ist das Zentrum eures Lebens? Biologie. Na, ihr selbst. Euer Körper. Okay, liebe Abiturienten, liebe Abiturientinnen, ja, was soll ich sagen, ihr habt bestanden mit Abstand, mit Abständen. Ich bin ganz, ganz stolz auf euch und wenn ich so nachdenke, ist mir aufgefallen, was ich vermissen werde. Und die Erinnerung ist ambivalent, denn einerseits vermisse ich es wahnsinnig mit euch, keine Kursfahrt gemacht zu haben. Ich vermisse es sehr, dass wir die vielen Ausflüge, die wir geplant hatten oder die Ideen, die auch aus dem Kurs kamen, aus dem Profil, dass wir die nicht umsetzen konnten. Gleichzeitig hat diese besondere Situation, unter der ihr Abitur macht, aber auch den Effekt gehabt, dass ich ganz viele von euch ganz anders kennengelernt habe, manchmal in Krisensituationen, aber auch in ganz glücklichen Situationen. Also ich habe das Gefühl, ich habe euch kennengelernt und auch ohne Kursfahrten. Und was mir bleibt zu sagen ist, ich wünsche euch nur das Allerbeste und davon ganz, ganz viel. Und ich übergebe an das nächste Fach. Ja, liebe Physiker, auch wenn ich mehr Geografie als Physik bei euch hatte, schöne Grüße von Herrn Schmidt, geht es im Leben letztendlich nicht nur um die Nachhaltigkeit, es geht auch um Freunde, natürlich um die Moneten und um die Natur. Und das hätte ich gerne alles mit euch noch ein bisschen mehr auch außerhalb der Schule gehabt. Aber wir haben es gemeinsam geschafft. Ein bunter Haufen, der ihr wart. Ihr habt es gut gemeinsam geleistet, auch ich glaube mit vielen kleinen Lerngruppen, die sich über Social Media gesammelt haben. Also ich wünsche euch auf jeden Fall auch ein richtig tolles Leben after. It is what it is und macht das Beste draus. Ich fand euch eine interessante Gruppe, die so unterschiedlich war, aber trotzdem irgendwie gut zusammenfasste. Da, so war das. Und wir haben viel mit den Biologen gemacht und an die gebe ich jetzt auch weiter. Ja, jetzt sind wir eure ehemaligen Lehrer und als ehemalige Lehrer wollt ihr uns kaum noch zuhören, völlig normal. Wir haben damals auch nicht so viel zugehört, wir haben uns mehr selber gefeiert und das sollt ihr auch machen. Ihr seid der zweite Corona-Jahrgang, ihr habt es richtig schwer gehabt und ich will einfach nochmal fürs Bio-Profil sagen, was ihr an Konstanz und Leistung gebracht habt, an Ausdauer und Wille, das ist wirklich beeindruckend und ich wünsche euch einfach alles Gute für die Zukunft. Schule ist vorbei, ihr habt es geschafft und das Leben wartet. Wie Frau Schommel das gerade schon gesagt hat. Und dafür wünsche ich euch alles Gute. Wenn wir uns mal auf ehemaligen Treffen sehen, dann hoffe ich, dass wir zusammen ein Bier trinken und dass ihr schöne Geschichten zu berichten habt. Und alles Gute. Und hier kommt Jessica. Ciao. So, ihr Lieben. Als Vertreter unseres Sports
nehme ich jetzt mal meine Maske ab und zeige mich wieder digital, so wie ihr es auch ja, gewohnt seid in dieser Corona-Phase. Ja, ihr wart nicht mein erstes Sportprofil, aber definitiv ein ganz besonderes Sportprofil. Sport auf Abstand. Ich versuche immer noch neue Möglichkeiten zu finden und ich habe mit euch ganz viele neue Möglichkeiten gefunden. Wir waren digital miteinander laufen, haben das in einer anderen Form gemacht, wie ich das ja gewohnt war oder auch kannte. Der Marathon ist leider dieses Jahr in Hamburg ausgefallen. Ich glaube aber im Kleinen habt ihr dann doch durch mich einen Marathon in dieser Zeit seid ihr gelaufen. Ja, es ist ganz viel nicht passiert, aber ich versuche es mal positiv auszudrücken. Das, was ich mit euch hatte, versuche ich mal in den Fokus zu rücken und nicht das, was ich nicht mit euch hatte. Also wir hatten schöne Sportstunden, interessante Sportstunden. Wir hatten ja einen Fußballprofi da, wir konnten von Profis lernen, wir hatten uns und ich glaube, das sagt schon ganz viel aus. Survival of the fittest, wir sind nicht alle angekommen am Ziel, aber ihr gehört definitiv zu den Fitten und das meine ich genau so. Ich hoffe, ich konnte euch auf eurem Weg gut begleiten, hoffe auch, dass ihr so ein bisschen was mitnehmt, wenn ihr um die Alster lauft und vielleicht an der einen oder anderen Stelle an die ein oder andere gemeine Übung von Frau Knöck dachtet. Behaltet eure Schulzeit in guter Erinnerung, die natürlich ein bisschen anders geendet hat, aber ich glaube, man kann sagen, ihr geht in die Geschichte ein, ihr geht definitiv in die Geschichte ein, denn so ein Corona-Durchgang, der ist schon sehr besonders und ich denke, den wird es auch nicht mehr geben. Ihr habt es zu etwas ganz Besonderem gemacht und von Herzen vielen Dank für euch, vielen Dank für die Zeit mit euch und schön, dass ihr durchgehalten habt und so viel Ausdauer bewiesen habt. Und in diesem Sinne, alles Gute und wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Vielleicht auch sogar an der Alster.